Ekaterina Leonova bereitet sich bereits auf die nächste Show von Let's Dance vor. Doch die Vorbereitung sieht dieses Mal ganz anders aus. So langsam wird es ernst. Bereits 4 Shows der diesjährigen Let's Dance Staffel liegen hinter den Tanzpaaren und es gab kaum eine Staffel, in der das Feld so nah aneinander liegt. Es gibt keinen klaren Favoriten und Paare, die in einer Woche noch ganz unten standen, mischen plötzlich wieder in der Top 3 mit. Ekaterina Leonova trainiert mit Detlef Soest in der Türkei. Das macht die Staffel 2024 besonders spannend, bedeutet allerdings auch, dass sich die Promis kaum Fehler erlauben dürfen und die Profis zusätzlich unter Druck stehen. Immerhin, aufgrund von Karfreitag fällt in dieser Woche Let's Dance aus und es geht erst nächste Woche mit einer neuen Show weiter. Doch was nach einer Verschnaufpause klingt, ist gleichzeitig auch Stress. Denn in der wohlverdienten Osterpause kann sich ein vermeintlicher Fortschritt auch schnell in Luft auflösen. Und wer glaubt, dass die Teams mehr Zeit zum Trainieren haben, der irrt. In dieser Woche steht vor allem für Ekaterina Leonova und Detlef Soest eine besondere Veränderung an. Zum einen wird vor Ostern nur an 2 Tagen trainiert, zum anderen ist Ekaterina Leonova plötzlich nicht mehr in Deutschland. Und das sorgt für Verwirrung. Doch die Aufklärung folgt direkt. Die Russin ist extra mit Detlef Soest in die Türkei geflogen, um dort mit ihm an der Choreografie zu arbeiten. Denn der Trainer hat ein Event im Adyene Club Side Beach, wie der 53-Jährige in seiner Story verrät. Dort wird er gemeinsam mit seiner Frau Kate Trainings und Tänze zeigen. Let's Dance Pause wegen Ostern, ein straffes Programm also für die beiden. Doch die Umgebung, in der die beiden trainieren, könnte definitiv schlimmer sein. Bei 18 Grad und Sonne übt es sich doch definitiv leichter als bei grauem Himmel und Regen. Was die beiden tanzen werden, das ist noch offen und wird auch erst nächste Woche verkündet. Ein Blick auf die vergangenen Staffeln zeigt aber, in Show 5 müssen die Paare eigentlich nur einen Tanz zeigen. Da nun aber durch die Pause mehr Zeit zum Trainieren bleibt, könnte es auch sein, dass die Teams noch eine zusätzliche Herausforderung von der Jury bekommen. Wir sind gespannt.